Ja, mein Name ist Arne Sommer, ich bin also Leiter der Filmwerkstatt Kiel. Was verbirgt sich hinter der Filmwerkstatt Kiel? Das ist quasi der Außensatellit der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein. Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein hat ihre Hauptbüros sozusagen in Hamburg und ist eine GmbH, die getragen wird von den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg. Und was macht so eine Filmförderung? Beziehungsweise was machen wir in der Filmwerkstatt Kiel? Wir haben vielfältige Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Die naheliegendste Aufgabe ist natürlich, dass wir Fördergelder vergeben. Das heißt, wir haben eine Projekt- und eine Festivalförderung. Festivalförderung muss ich jetzt nicht so genau erklären, aber die Projektförderung funktioniert so, dass wir zweimal im Jahr an Projekte Mittel vergeben, die sich bei uns bewerben können. Mit einem Antrag, mit einer genauen Beschreibung, was sie vorhaben, mit einer Vita und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Gremium, bestehend aus drei Personen, das alle Projektanträge durchschaut und dann entscheidet, wer das Geld bekommt. Wir haben darüber hinaus, und das ist sehr ungewöhnlich für eine Filmförderung, auch einen Technikverleih. Und das ist vielleicht auch für alle interessant, die schon mal einen Film gemacht haben oder mal einen Film machen wollen. Man muss bei uns kein gefördertes Projekt haben, um unsere Technik zu leihen. Und wir leihen diese Technik zu sehr, sehr günstigen Konditionen aus, weil wir das nur für nicht kommerzielle, für Nachwuchsprojekte, für kulturelle Projekte machen. Die Wege in den Beruf sind im Prinzip nicht wirklich geregelt, kann man sagen. Und das ist ja auch wahrscheinlich für Sie interessant, denn es gibt wahnsinnig viele Quereinsteiger. Ein Beispiel sind sicherlich die ganzen Redakteursstellen im Fernsehbereich. Da gibt es niemanden eigentlich, der auf einer Filmhochschule war. Die meisten haben Geisteswissenschaften studiert, verschiedenste Geisteswissenschaften, haben sich dann über Praktika oder Volontariate weitergebildet und sind letztendlich so auf diesen Redakteursstellen gelandet. Und das gilt auch im Übrigen oft für kreativ arbeitende Produzenten, die natürlich auch noch ein wirtschaftliches Wissen haben müssen, die aber oft auch eben diesen geisteswissenschaftlichen Anteil haben. Das gilt aber auch für alle anderen Berufe im Film. Und man kann letztendlich immer von der Seite einsteigen über die Praxis oder auch ganz von Anfang an über die Praxis einsteigen. Gutes Beispiel ist sowas wie Kameramann, Kamerafrau. Da kann man natürlich auf eine Filmhochschule gehen. Man kann aber auch einfach bei guten Kameraleuten 2, 3 Jahre lang Assistenzen machen und sich dann nach oben arbeiten. Zum Thema Filmhochschulen. Es gibt in Hamburg eine sehr gute Filmhochschule, die nur Masterstudiengänge anbietet. Das ist für Sie ja vielleicht auch interessant. Wenn man schon einen Bachelor hat, kann man sich da vielleicht bewerben. Das ist die Hamburg Media School, die HMS. An allen anderen Filmhochschulen kann man sich im Prinzip also nicht ohne Voraussetzung bewerben, aber man braucht keinerlei akademischen Voraussetzungen. Man sollte natürlich schon Praktika haben oder schon mal einen kleinen Film gedreht haben oder irgendwie anders mit dem Thema in Berührung gekommen sein. Also, heute Morgen ging es um ihn. Das ist eine Biografie von Robert De Niro, keine Autobiografie, sondern geschrieben von Sean Levy und die übersetze ich gerade für den S. Fischer Verlag aus dem Amerikanischen. Und in aller Kürze versuche ich Ihnen jetzt in wenigen Minuten zu umreißen, was jetzt mein Job dabei ist. Der Job ist die Übertragung ins Deutsche. Das heißt nicht, dass man Zeile für Zeile übersetzt, sondern dass es am Ende einen Text gibt, von dem Sie gar nicht merken, dass es übersetzt ist. Denn nur merke, die gute Übersetzung ist die Übersetzung, von der man nicht merkt, dass es eine Übersetzung ist. Und das ist das Ziel. Ganz kurzer Abriss, wie läuft sowas? Ich kriege einen Anruf von der Lektorin im Verlag, die sich mit Übersetzung beschäftigt. Die fragt mich, wollen Sie das machen? Haben Sie Zeit? Wir brauchen es am 1. März 2015 wieder. Hätten Sie Interesse? Da sagt man bei S. Fischer nicht wirklich nee und bei Filmbiografien auch nicht wirklich nee, vor allen Dingen, wenn da Schauspieler noch lebt. Und dann geht's los. Dann kriege ich entweder manchmal eine Leseprobe oder das ganze Manuskript im Originalton als PDF und schaue es mir an. Und jetzt war, also in diesem Fall habe ich nicht lange gezögert und zugestimmt.
Dann bespricht man, wie es ablaufen soll. Dieses Buch, das erscheint, ist jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen in den USA erschienen. Das hat 700 Seiten im Original. Das ist so ein Schinken. Im Deutschen rechnet man, es werden ungefähr 15% bis 20% nochmal oben drauf kommen, einfach aufgrund der sprachlichen Unterschiede oder der unterschiedlichen Sprachen und Sprachsysteme. Das heißt, ich muss auch kürzen. Und all das in einem halben Jahr, das beantwortet die Frage, wie lange braucht man für so ein Buch? Also 700 Seiten sind schon echt eine Ansage. Da habe ich jetzt 6 Monate. Ich habe schon angefangen. Es geht so. Also ich bin jetzt nicht richtig entspannt, muss ich dazu sagen. Und die Kürzung, das dauert auch nochmal Zeit. Und es ist ein Werk mit vielen Fußnoten. Ich muss viel recherchieren. Ich habe mir Bücher zu dem Thema gekauft und ausgeliehen. Also das ist vielleicht noch eine gute Sache. Woraus besteht mein Werkzeugkasten? Also mein Werkzeugkasten besteht aus einem funktionierenden Computer, aus einem funktionierenden Internet. Das hatte ich Montag nicht. Da war ich mächtig aufgeschmissen. Meinem Augenlicht, meinem Hirn und meinen Händen. Das ist so das Wichtigste. Ich leite das digitale Marketing bei KPMG. Das ist eine kombinierte Redaktion im Grunde. Das heißt also, KPMG hat eine Marketing-Einheit, die sich um die Außendarstellung von bestimmten Themen, die wie Dienstleistungen angehen, in den Markt, sie kümmert sich darum. Und ein Unterteil davon ist die digitale Abteilung. Das heißt, wie kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe, wie kriege ich Inhalte dahin, wo sie meine potenziellen Kunden, Interessenten wahrnehmen. Das geht heute natürlich ganz wesentlich über digitale Wege. Ich habe sehr viele gesehen, die ihr Telefon dabei haben, die Tablets dabei haben, Computer haben sie sowieso. Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, aber das, was in den letzten 5, vielleicht sogar 10 Jahren passiert ist, aber ganz stark in den letzten 2 Jahren, hat das digitale Marketing ungeheuer befördert, weil eben Facebook, Google, sämtliche Dienste, die man kostenlos im Netz kriegen kann, auch die, die man kosten, wo man bezahlen muss, natürlich davon profitieren, dass die wissen, was sie gut finden, wo sie sich gerade befinden, wo ihre Freunde sind, wo sie gestern zum Essen waren vielleicht. Das sind alles Daten, wo bei mir und bei vielen anderen auch ganz häufig die Alarmglocken losgehen, wo man sagt irgendwie, wieso wissen die das alles? Wieso weiß man jetzt mittlerweile, aber welche Konsequenzen hat das? Das hat einmal natürlich bedenkliche Konsequenzen, Stichwort Überwachung, Datensammelei in jeder Hinsicht, auf der persönlichen Ebene. Fürs Marketing hat das ganz viel verändert, weil sie die Leute, die sie treffen wollen, ganz speziell treffen können. Das heißt, das ist nicht immer was Böses oder was Negatives, sondern sagen wir mal, KPMG möchte eine Steuerleistung verkaufen und weiß genau, dass da kommen vielleicht nur 250 Leute in Deutschland für in Frage, die überhaupt entscheiden können, ob eine Steuerleistung eingekauft wird. Dann ist es für jede Firma und für jeden, der was verkaufen möchte, sehr interessant zu wissen, wer sind die, wo sind die, wofür interessieren die sich. Diese Daten kriegen wir nicht. Aber man kann wiederum bei Facebook, bei Google, bei Twitter dieses Targeting einkaufen. Man kann also sagen, ich möchte Leute erreichen, die sind ungefähr so alt, die machen ungefähr das und das, die arbeiten da und da. Die möchte ich gerne, dass die das sehen, was ich mache. Ich kann nicht in deren Privatsphäre gucken, aber das ist ein ganz wesentlicher Teil vom Marketing, dass man Zielgruppen definiert und dass man guckt, wie kann ich diese Leute erreichen. Die attraktivste Seite auch von meinem Beruf ist, wenn wir im Kinderbuch schlechte Arbeit leisten, dann werden die Erwachsenen auch nicht zu Lesern. Also meine Motivation, sehr viel zu arbeiten und auch möglichst gut zu arbeiten, ist, dass wir erkannt haben, das werdet ihr nachher auch gleich sehen in den Mengen, wir haben erkannt, dass das Kinderbuch und das Jugendbuch an einer Schlüsselstellung stehen. Wenn wir es nicht schaffen, mit guten Kinder- und Jugendbüchern Kinder zum Lesen zu bringen, und zwar eine hohe Anzahl in jedem Jahrgang,
dann kann der Erwachsenenmarkt irgendwann auch einpacken. So. Also das heißt, wir haben nicht nur eine Unterhaltungsfunktion, sondern ich habe irgendwie auch immer mehr zu schätzen gelernt, dass wir auch eine Bildungsfunktion haben. Das ist sehr angenehm. Wenn ich jetzt mit belletristischen Lektoren rede, die haben meistens nur eine Unterhaltungsfunktion. Ist der Autor gut? Ist der Stoff schön? Etc. Also das ist sozusagen sehr viel mehr ein Unterhaltungsbusiness. Im Kinder- und Jugendbuch haben sie auch einen Bildungsauftrag und eben auch den Auftrag, eine Generation von Kindern zu begeisterten Lesern zu machen. Wichtiger Punkt und auch für mich ein Stück Motivation in meiner Arbeit. Es gibt in Deutschland ungefähr, ich sag mal, 500 Kinderbuchlektorinnen und Lektoren. So groß ist das Angebot an Arbeitsplätzen. Das ist nicht sehr viel, 500. Aber es ist auch nicht nichts, sag ich mal so. Und es ist auch relativ stabil, wie ich gleich auch noch zeigen werde. Also, wir machen in diesem Bereich, das kennt ihr alle, Pixi-Bücher. Viele von euch kennen jetzt Sachen, die ihr aus der Vergangenheit noch kennt. Es gibt so eine Reihe Lesemaus, Conny-Bücher, Ritter Rost, Max, Pappenbücher, Sachbücher, Lesefutter, also Textbücher ab 8 gehören auch dazu. In meinem Team machen wir ungefähr 220 neue Bücher im Jahr und wir verkaufen aus diesem Segment immerhin inzwischen 40.000 Bücher am Tag. Daraus könnt ihr sehen, dass das schon ein relativ großes Rad ist. Und in Geld, falls das mal den einen oder anderen interessiert, also das bedeutet ungefähr so 18 bis 20 Millionen Euro Umsatz betreue ich. Gut. Bisschen mehr zu mir wiederum. Wie bin ich mit meinem Politikwissenschaftsabschluss dort gelandet, wo ich heute bin? Ich erwähnte, 2005 habe ich eine Zeitarbeitsstelle aufgenommen, die war auf 11 Monate befristet und habe damals angefangen, AdWords, das sind die Anzeigen, die unter anderem auch neben den Suchergebnissen zu sehen sind, habe diese Anzeigen verkauft und den Kundendienst dort gemacht. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. 4 Jahre danach habe ich in der Anzeigenrichtlinienabteilung, so heißt die etwas ungelenke deutsche Übersetzung, gearbeitet. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin erwähnte, wie man tatsächlich auch Sachen mitgestalten konnte. Diese Anzeigenrichtlinien waren sehr Amerika-fixiert ursprünglich. Ja, es wurde zum Beispiel die Werbung für Bier nicht erlaubt, aber die Werbung für Wein, weil es in Amerika so eine Distinktion gibt zwischen Wein und Bier. Wein ist eher was für gut erzogene Menschen und Bier ist was für die Arbeiterklasse. Das kann man in Europa nicht so verkaufen. Dementsprechend wurden diese Richtlinien geändert. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Abtreibung. Ja. Abtreibung ist in den Vereinigten Staaten immer wieder heiß debattiert. Die Firmengründer stehen eher auf der linken, liberalen Seite dieser Debatte und haben ganz klar gesagt, wir erlauben Werbung für Abtreibungskliniken in Amerika. Ja. Das war eine globale Richtlinie. Machen Sie das mal in Polen. Ja. Polen ist, was zumindest die Werte angeht, noch relativ konservativ, sehr katholisches Land und da ist Abtreibung nach wie vor verboten. Da können Sie dann als internationale Firma nicht kommen und sagen, ja, wir machen das aber in Amerika so. Aber das sind so ein paar Beispiele, wie Sachen angepasst werden müssen im Rahmen dieses Jobs und wo man eben auch diese amerikanische Kultur, die manchmal doch ein bisschen zur Hegemonie neigt, mildern und abschwächen kann. Gut, das habe ich vier Jahre lang gemacht, dann wollte ich aus der Ecke raus, weil ich Angst hatte, gut, das passt ja nun für einen Politikwissenschaftler, sich mit Anzeigenrichtlinien zu beschäftigen, aber ich möchte nicht für ewig in dieser Nische bleiben, ich möchte gerne mal was anderes machen. Und was kann ich denn sonst? Ja, und war ich mir damals nicht so bewusst, was ich konnte. Wie sich herausstellte, war vieles, was ich in diesen ersten 4 Jahren gemacht hatte, hatte mit Projektmanagement zu tun. Und dementsprechend konnte ich dann ein Jahr lang ein Team aufbauen in Südamerika, und habe dort in Buenos Aires und Sao Paulo gelebt dann für ein Jahr. Ich kam dann wieder zurück, war noch 2 Jahre in Dublin, habe dann noch in verschiedenen Teams mit Projekt- und Personalverantwortung gearbeitet und bin dann letztes Jahr gewechselt in den Job, den ich mehr oder weniger bis heute gemacht habe. Und das ist diese vorletzte Stelle. Wir haben, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, eine Abteilung für Schwellenmärkte in Google und innerhalb dieser Abteilung werden Produkte entwickelt, die insbesondere auf Afrika, Südostasien und Südamerika abzielen und entwickelt werden.
Jetzt bin ich also bei Ashoka. Bei Ashoka habe ich die Freude, ich bezeichne mich liebevoll als Trüffelschwein. Ich suche also Deutschland nach sozialen Innovationen ab und habe dann die Freude, mit diesen Innovatoren oder Pionieren, die hinter diesen Innovationen stehen, zusammenzuarbeiten. Dazu später mehr. Aber generell gilt, ich setze mich den ganzen Tag mit gesellschaftlichen Problemen auseinander. Und das kann ich nur empfehlen. Ja? Also es ist ja wirklich so, dass ganz schön viel schief läuft. Auch wenn wir in einem reichen Land leben, aber ich weiß nicht, was euch so umtreibt, egal ob das gerade Nachrichten über Flüchtlingsströme sind oder ob das das Gesundheitssystem ist, was irgendwie auch nicht für alle gleich funktioniert, oder ob das Bildungschancen und deren ungleiche Verteilung sind. Man könnte ja ganz schön deprimiert werden. Ja? Das Schöne ist aber, dass ich mich bei Ashoka immer auch mit Lösungen auseinandersetze. Und das ist das Schöne an diesem Bereich soziales Unternehmertum oder Social Entrepreneurship, dass es immer um die Frage geht, was kann ich eigentlich tun, um mich selber mitverantwortlich zu machen dafür, dass gesellschaftliche Probleme gelöst werden. Das heißt, das hier ist vielleicht nicht so die Haltung, die angesagt ist, angesichts dessen, was wir so zu tun haben in der Welt, sondern das stellen wir in Frage, und der Weg von Ashoka ist sehr spezialisiert. Ja, das heißt, wir fördern nicht bürgerschaftliches Engagement in der Breite. Das ist nicht unser Anspruch und können wir auch nicht leisten. Da gibt es andere, die das viel besser können. Was wir machen, ist, wir gucken ganz fokussiert darauf, wo gibt es eigentlich Persönlichkeiten, die neue Wege gefunden haben, um ein gesellschaftliches Problem möglichst an der Wurzel zu packen. Ja? Mohamed Yunus kennt ihr vielleicht. Kennt ihr vielleicht? Der Typ mit den Mikrokrediten? Ist ein erfahrener Unternehmer, der sich mal ausgedacht hat, dass wenn ich arm bin und ich würde mir aber gerne eine Existenz aufbauen, dann brauche ich häufig gar nicht viel Geld, sondern Mikrobeträge. Und er hat angefangen, ein Mikrokreditwesen aufzubauen, damit auch die Ärmsten der Ärmsten, häufig in Entwicklungs- und Schwellenländern, Geld bekommen, um ihre eigene Existenz aufzubauen. Was klug ist, weil die Banken das nicht machen wollten. So. Und 2006 hat er dafür mal einen Friedensnobelpreis gewonnen. Also so Dinge, es geht hier darum, Dinge grundsätzlich zu verändern. Aber lass uns das am Beispiel machen. Hat jemand von dem hier schon mal gehört? Ah, das ist super, das liebe ich, weil dann kann ich nämlich ganz vielen Leuten von diesen spannenden Lösungen erzählen. Das ist Heinz Frey. Heinz Frey kommt aus einem 1000-Seelen-Dorf irgendwo hinter Aachen. Da war ich auch mal zu Besuch. Und ich weiß nicht, wie viele von euch auch aus so kleinen Strukturen kommen, die haben es häufig nicht leicht. Ja? Dann geht eins nach dem anderen kaputt, irgendwann gibt es dann keinen Bäcker mehr und eine Schule schon gar nicht mehr, und dann geht die Sparkasse auch noch weg und dann ziehen auch alle anderen weg, und dann ist es einfach nicht so wundervoll für die Sozialstruktur und für die ökonomische schon gar nicht. So. Heinz Frey hat sich überlegt, was könnte man denn machen, um das zu stoppen? Denn es ist ja jetzt auch kein Lösungsweg, dass alle in die Städte gehen. Ja? Und hat die Dorfzentren aufgebaut. Ihr seht da auch eins von den Bildern, das ist das erste Dorfzentrum. Im Grunde genommen ist das Prinzip ganz einfach. Ihr kriegt in diesem einen Zentrum alles das, was ihr als Bürger dieses Dorfes gebrauchen könntet. Das heißt, er sagt das immer so schön, auf der einen Seite des Tresens kriegt ihr das Sonntagsschnitzel und auf der anderen Seite des Tresens die Kfz-Zulassungsschilder. Und genau so sieht es auch aus. Ja. Das heißt, er hat einen Weg gefunden, wie die Bürger selber über diese Dorfzentren die lokale Versorgungsstruktur wieder ankurbeln können, und es funktioniert ziemlich gut. Und das Besondere am NDR ist, glaube ich, und darum beneiden uns vielleicht viele Medien, wir haben ganz viele Audios und Videos, Tageszeitungen, die eben auch online zu kriegen sind mit ihren Portalen, haben das meistens nicht, und das ist der große Unterschied, eine andere Startsituation. Also wir als Onliner im NDR sind eigentlich schon sehr multimedial. Wir tun uns manchmal eher schwer mit Texten, weil Texten für Zeitungen oder überhaupt gute Texte zu schreiben, ist was anderes als Manuskripte für Audios und Videos. Das kleinste Medium ist das nächste Stichwort. Wenn Sie den NDR betrachten, woran denken Sie dann zuerst? Wahrscheinlich an Fernsehen und Hörfunk, aber online gibt es eben auch. Online führt da immer noch ein kleines Schattendasein, hängt einfach damit zusammen, dass nach dem Medienstaatsvertrag öffentlich-rechtliche Einrichtungen nicht, also sehr begrenzt sind in dem, was sie machen dürfen.
Das heißt, wir müssen uns eigentlich ständig gegen die Großen behaupten, beziehungsweise die großen Fernsehen und Radio zu uns holen und für uns gewinnen und für online zu begeistern. Das hat sich verändert, nachdem Fernsehleute gemerkt haben, dass junge Menschen ihr mediales Leben ganz anders gestalten, nämlich souverän, dass sie sich ihre Inhalte selber suchen. Seitdem dieses lineare Gucken von Fernsehen eher bei jungen Leuten ins Hintertreffen geraten ist, ist online plötzlich für Fernsehleute deutlich interessanter geworden. Wir sind die Onliner im NDR sowas wie die Vernetzer. Erklärt sich dadurch, dass wir die Plattform sind für 4 Bundesländer. Es ist eine 4-Länder-Anstalt, wissen Sie wahrscheinlich alle, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern in einem Internetauftritt www.ndr.de. Sieht man hier in der Navigation, in hellblau unterlegt, findet man unter anderem die 4 Länder. Wir repräsentieren außerdem 10 Radiowellen, nämlich diese hier. Und wir repräsentieren mehr als 50 Fernsehsendungen. Das zeigt so ein bisschen, dass die Aufgabe, naja, sagen wir mal, ziemlich vielfältig und umfangreich ist. Es ist sowas dazugekommen wie ein weiteres Medium, nämlich Social Media. Damit haben wir uns im NDR zunächst schwer getan, weil wir auch da wieder gewisse Sachen nicht dürfen. Trotzdem finden wir es wichtig, da zu sein, weil ich mal unterstelle, dass die meisten, jedenfalls die, die ich in der Abfrage eben als Facebook-Bewohner herausgefunden habe, sich so ein bisschen ihren eigenen Medienkonsum gestalten, indem sie in ihre Timeline einfach das reinholen, was sie da gerne haben möchten. Im NDR ist es so, dass wir über 50 Social-Media-Präsenzen haben, resultiert daraus aus den 10 Sendern und den vielen Sendungen. Ja, und die müssen natürlich professionell betreut werden. Das heißt, da ist ein ganz neuer Schwerpunkt in den letzten Jahren entstanden, der wichtig ist. Und deshalb habe ich Sie auch so intensiv nach Twitter und Facebook gefragt, weil wenn Sie mal für ein Medienhaus arbeiten werden, werden Sie mit Sicherheit auch für online mitarbeiten müssen und Sie werden auch Social Media mitarbeiten müssen. Das heißt, jeder, der das macht, muss sich darauf einstellen, auch in Social Media unterwegs zu sein und die Regeln dafür zu kennen. Wenn Sie denn jetzt noch immer nicht abgeschreckt sind, in Richtung Journalismus oder Online-Journalismus zu denken, dann sage ich Ihnen jetzt nochmal, womit Sie rechnen müssen. Zeitdruck. Ich glaube, es ist klar geworden, dass alles, was ich genannt habe, unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Und man muss ja, seine Zeit sehr gut einteilen können. Sie müssen mit Schichtdienst rechnen, Sie müssen mit Sonntags- und Feiertagsdiensten rechnen. Sie müssen Multitasking sein. Wenn der Messenger aufblinkt an Ihrem Desktop, Sie gleichzeitig einen Anruf erhalten und der Kollege neben Ihnen steht und dringend einen Artikel abgenommen haben will, dann wissen Sie, worüber ich rede. Es gibt viel Konkurrenz unter Journalisten, aber auch unter Medien. Das erzeugt Druck, muss man wissen. Und es gibt natürlich einen gewissen Stellenmangel. Nicht jeder, der Journalist werden will, nach einer Festanstellung strebt oder auch nur nach einer festen freien Mitarbeit. Es ist nicht ganz einfach. Sie müssen mit Großräumen rechnen. Sie sitzen mit ganz vielen Leuten in einem Saal und es ist laut, es stört und Sie müssen trotzdem durchkommen. Was gestern galt, muss heute lange nicht mehr gelten. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich manchmal ganz schön schnell. Und das Telefon kann unglaublich nerven. Kommen wir vielleicht zu dem, was Sie im Moment am allermeisten interessiert, nämlich, was soll ich eigentlich studieren? Was kann ich mit meinem Studium werden? Mache ich das eigentlich alles richtig? Ich glaube, Sie machen eine ganze Menge richtig. Ich finde, Geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer und Journalismus gehen nach wie vor super gut zusammen. Wie Sie gesehen haben, habe ich sowas selber studiert und es hat mir eigentlich immer nur genutzt, dass ich das gemacht habe. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe wissenschaftlich zu arbeiten gelernt und ich habe nebenbei gejobbt. Und das war für mich eine geniale Kombination, weil das eine dem anderen Struktur gibt, beziehungsweise man weiß, wofür man es tut.
Und im wissenschaftlichen Arbeiten habe ich es wirklich gelernt, Sachen Struktur zu geben und präsentabel zu machen. Und deswegen kann ich Sie nur ermutigen, Ihren Weg weiterzugehen und es nach Möglichkeit, also das Studium nach Möglichkeit mit Praxis zu paaren, wann immer das auch geht. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, ein Praktikum zu kriegen oder eine Hospitanz oder dergleichen mehr. Aber versuchen Sie es immer wieder, planen Sie langfristig. Wenn ich auf den NDR gucke, muss ich Ihnen sagen, dass es ungefähr 1,5 Jahre dauert, von dem Moment an, wo Sie sich um ein Praktikum beworben haben, bis Sie es möglicherweise dann kriegen. Aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Ich habe eben von hyperlokalen Blogs gesprochen oder von Blogs überhaupt. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht durch, Sie können sich nicht mitteilen, aber Sie möchten so gerne, Sie möchten schreiben, Sie möchten, dass andere Leute das lesen oder angucken, dann machen Sie es einfach. Die technischen Grenzen sind heutzutage so gering. Teilen Sie sich mit, entwickeln Sie Ihre Ideen, machen Sie tolle Sachen. Und gleichzeitig finde ich Spezialisierung unglaublich wichtig. Also man muss sich breit aufstellen, aber man muss auch ein gewisses Spezialwissen haben. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man weiß, dass man vielleicht Sportjournalist werden will, dass sie Sport studieren oder dass sie BWL studieren, wenn sie mal in die Wirtschaft wollen. Oder man kann es Kulturwissenschaften, Kunst, wenn sie in die Richtung gehen wollen. Spezialisieren Sie sich, schaffen Sie sich Wissen drauf, was sonst kein anderer hat. Suchen Sie sich Nischen, spannende Sachen, wo Sie meinen, das gibt es noch nicht und das könnte was sein. Und die darüber nachdenken, in den Journalismus zu gehen oder die vielleicht schon wissen wollen, dass sie in den Journalismus gehen wollen, die sollten bestmöglich den Ist-Stand beherrschen und sich fit machen für das, was kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Ist-Stand? Also was muss heute schon ein Journalist auf der Platte haben? Ein Führerschein und eine gute Schreibe, das braucht man allemal. Aber das reicht längst nicht aus. Ich will das einmal versuchen, so ein bisschen an meinem Alltag zu schildern. Sie sehen jetzt hier so zwei Bilder, die beiden oberen Bilder zeigen so ein bisschen den Redaktionsalltag. Da ist also eine Wand voller Monitore. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Arbeitsplatz, aber an dem bin ich dann auch mal. Meiner ist eher so ein bisschen daneben. Ich habe also einen normalen Schreibtisch und ich habe zwei Bildschirme und ich habe eine Tastatur, ich habe einen Rechner, ich habe einen Fernseher, ich habe zwei Lautsprecher. Ich habe zwei Kopfhörer, nicht Lautsprecher, und muss also wirklich alles Mögliche aufnehmen. Das heißt, permanent laufen Nachrichtenagenturen ein. Permanent muss ich Fernsehen gucken. Und zwar rumseppen verschiedene Programme. Tagesschau 24, Phoenix, NTV, CNN, BBC oder sonst was. Parallel muss ich gucken, was wir selbst, also Tagesschau-Videos haben, an Audiosichten. Es gibt ja eine ARD-Korrespondentenwelt, die überall sind. Und alles das, was reinläuft, muss irgendwie für mich überblicksmäßig da sein, was relevant ist am Thema. Wenn ich das alles sichte und recherchiere, muss ich daraus Texte machen. Also längere Nachrichten, kürzere Nachrichten. Ich muss in der Lage sein, das zu bebildern mit Fotos. Ich muss Videoschnitt können, ich muss Audioschnitt können, ich muss das alles einbauen können in ein Content-Management-System. Das heißt, auch das muss ich beherrschen können. Ich muss gucken, was passiert im Social-Media-Bereich. Den muss ich mit einbeziehen. Und das alles ist natürlich eine ganze Menge. Und ich muss vor allen Dingen als Journalist, egal wo, eins wissen. Ich muss Unwichtiges, oder ich muss Wichtiges von Unwichtigem trennen können. Und das möglichst sehr, sehr gut. Ich muss Themen gewichten können. Und ich muss logischerweise deshalb Prioritäten setzen. Das Ganze im News-Bereich geht permanent. Also wir haben jetzt keine Sendung wie die Tagesschau noch, obwohl es ja inzwischen ja auch über 20 Ausgaben pro Tag gibt. Aber online bedeutet eben permanente Aktualisierung. Und wenn was reinkommt, dann muss das sofort im Prinzip auch raus. Das heißt, man muss wirklich absolut stressresistent sein.